Team Factory, herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Channel. Heute mit Sarah. Hi. Wie geht's? Gut, ja, selbst. Kann mich nicht beklagen. Leute, wir haben nicht so viel Zeit, deswegen fangen wir jetzt auch gleich an. Wir fangen an mit unserem Homeworkout. Was machen wir heute? Years together, we had our first big fight. So she went to her mother's. Task Tabata. Habt ihr noch nie gehört? Wird aber lustig. Der Modus ist wie bei Tabata, wir arbeiten mal 20 Sekunden, machen 10 Sekunden Pause. Arbeiten 20 Sekunden, machen 10 Sekunden Pause. Aber mit 4 verschiedenen Übungen. Und wir machen das so lange, bis wir insgesamt 400 Wiederholungen voll haben. Das heißt, in den ersten 20 Sekunden, wir fangen an mit Good Mornings. Sarah, zeig uns mal schöne Good Mornings. Genau, Beine bleiben nahezu gerade, bis angewinkelt zu sein, schön geraden Rücken. Beugen uns einmal nach vorne, so weit wie es geht. Nicht zu weit, dass wir unsauber werden. Und gehen dann wieder hoch und spannen den Hintern an. Gut. Dann 10 Sekunden Pause. Die zweite Übung, Liegestütz. Liegestütz haben wir genug gemacht, kennt ihr mittlerweile alle. Wenn das nicht geht, gehen wir auf die Knie. Macht ihr in den 20 Sekunden auch so viele Wiederholungen, wie es geht. Dann wieder 10 Sekunden Pause. In den 10 Sekunden Pausen schreibt euch immer eure Wiederholungsanzahl auf, weil wir müssen ja am Ende auf 4 Wiederholungen kommen. Die dritten 20 Sekunden sind Sit-Ups. Sit-Ups kennen wir auch genug. Hinten drüber den Boden, versuchen aufrecht nach vorne zu kommen und vor den Füßen drüber den Boden. 10 Sekunden Pause, schreiben wieder unsere Anzahl auf. Dann machen wir nochmal 20 Sekunden lang Air Squats. Schön die Knie nach außen drücken, so tief vorne gehen, wie es geht. 20 Sekunden lang. Und dann wieder 10 Sekunden Pause. Heute alles Bodyweight, weil 400 Wiederholungen werden ein paar Runden werden. Also Modus, 20 Sekunden arbeiten mit den vier Übungen, immer im Wechsel. Zwischendrin immer 10 Sekunden Pause. Dass ihr insgesamt auf 400 Wiederholungen kommt. Das wäre auch schon das Homeworkout. Das wird anstrengend, weil es ist sehr viel Arbeit. Ne? Ja. Und jetzt seht ihr unser Factory Auto Workout. And I went for a drive down an old familiar highway, just a few miles out of town, to that rundown one-room tavern. Und da sind wir auch schon wieder. Factory Auto Workout wird heute so sein: Ihr macht euch selbstständig, so 5 bis 8 Minuten warm. Dass ihr oben rum gut warm seid, weil wir heute ein bisschen liften. Was wir machen ein 20-minütiges EMOM, bestehend aus dem folgenden Komplex. Wir machen in einer Minute machen wir ein Power Clean. Ich sage erstmal schon Power Clean, genau, sucht euch wieder euer Setup. Danach ein Squat Clean. Und von da aus einmal raus jerken. Genau, wir bauen das jetzt nochmal kurz auf, gehen nochmal runter in den Setup. Wir haben alle lange nicht mehr geliftet. Schultern leicht über der Stange, Knie auf Höhe von Ellenbogen, geraden Rücken. Wir wollen nicht zu hoch stehen und einen Katzenbuckel machen, sondern wir sind hier schön fest, spannen alles an. Von da aus, wie gewohnt, heben wir langsam weg, fallen schnell runter. Power Clean ist bis dahin und Squat Clean ist below parallel. Beim Jerken auch wichtig, Sarah zeigt mal einen schönen Jerk. Wir gehen in den Dip, stoßen raus und lassen uns runterfallen und stehen dann auf. So, dazu, wie gesagt, ihr habt eine Minute Zeit, um einmal den Komplex zu machen. In den 10 ersten Minuten sucht euch ein Gewicht, dann in den nächsten 5 Minuten macht ihr ein bisschen Gewicht drauf und in den letzten 5 Minuten macht ihr nochmal Gewicht drauf, dass wir insgesamt auf 20 Minuten kommen. Ihr habt genug Zeit, ihr könnt es ordentlich machen, ihr könnt es schön machen, ihr müsst nicht touch and go und das Ding abreißen. Macht's langsam, macht's ordentlich, dass wir wieder ein bisschen ins Liften reinkommen. Und das wär's dann für draußen. Oder magst du noch was sagen? Ja. Falls ihr Fragen habt. Bringt Handschuhe mit. Bringt Handschuhe mit. Es wird kalt. Liften geht auch mit Handschuhen. Und Kreide kann auch an Handschuhen halten. Gut, das wär's für diesen Tag. Bleibt gesund, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Wir sind auch vor Ort, wenn ihr Fragen habt. Und wieder schauen und reingammern. Tschüss. And I said, what'd you do with those swinging doors? Where
everybody wearing suits and ties from where I stand.